Und es geht auch wieder sofort los. Denn wir müssen immer in Karl helfen, da können wir nicht einfach stundenlang rumjammern und wegen Cliffhanger gleich die nächste Folge einfach mal anfangen. So, wir haben hier irgendwas, was wir nicht brauchen. Ja, genau. Ne, wir suchen irgendwas. So ein Sanitätskasten, genau, ein Sanitätskasten. Hier, was haben wir da? Oh mein Gott. Ja, was denn nun? Mein Gott, was ist das? Geht's hier wirklich um die Zeit? Ich muss runter. Ah, hier! Nochmal ganz kurz hier gucken. Nichts, gut. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wir müssen ihnen helfen. Sehr gut, halt doch schnell durch. Wo sind wir lang gegangen? Mein Gott. Ach so. Okay. Das ist sehr krass. Oh, perfekt. Jetzt haben wir gerade einen Lauf. Baum. Jetzt noch eine Spritze. Ja, verdammt. Huch, geht doch weiter. Oh, Leute. Ja, verdammt. Sorry, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich ja nicht nur gleichzeitig noch sprechen muss. Ich bin immer kurz ruhig jetzt. Perfekt. Das Ding war am Ende doch noch weiß, dieses Band. Und wir haben es geschafft, Karl zu retten. Zumindest sieht so aus. Ein Blick seines Sohnes. Ziel vergessen zu machen. Sorry, dass ich jetzt gerade lachen musste, aber der Sohn hat so lustig geguckt gerade. Da musste ich einfach mal. Nach Wochen ohne Nachricht von Emil erhielt Marie schließlich einen Brief von ihrem Vater. C'est l'heure. Ja, ist ja gut. Nochmal kurz zur Zelle zurückgucken, ihnen Tschüss sagen und dann betrübt weitergehen. Noch kurz alle Soldaten verfluchen und weitergehen. Kommt mir sehr bekannt vor hier. Sehr traurig, damit zu sehen. Geliebte Marie, für mich ist der Krieg nun zu Ende.
aber ich bereue es nicht. Ich habe zu viel Grauen erlebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Für das Glück, das mir zuteil wurde, empfinde ich großen Dank. Besonders für all das Schöne, das du in mein Leben brachtest. Dieser Brief wird mein letzter sein. Ich wurde für schuldig befunden, einen Offizier getötet zu haben. Ach, da ist er. Es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Aber der Krieg bringt die Menschen um den Verstand. Ich habe für mein Vaterland und für die Freiheit gekämpft. Oh, der Hund. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. In der Stunde meines Todes bedauere ich nur, dass ich Karl nicht lebend zurückbringen konnte. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Möge Gott, der uns auf Erden trennt, uns im Himmel wieder vereinen. Schließe mich in deine Gebete ein, dein dich für immer liebender Vater. Auch wenn ihre Körper längst zu Staub zerfallen sind, lebt die Erinnerung an ihre Opfer in uns weiter. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen. Valiant Hearts, The Great War. Somit befinden wir uns wieder zurück beim Hauptmenü. Hier noch die Credits. Der Abspann dieses sehr gut inszenierten Anti-Kriegsspiel, was auch dazu auffordert, mal an die Kriegsopfer des Ersten Weltkrieges, theoretisch natürlich auch an den Zweiten Weltkrieg, aber in diesem Spiel jetzt nur des Ersten zurückzudenken. Und auch gleichzeitig noch dazu auffordert, jeglichen Krieg zu vermeiden. Und ich finde, das hat dieses Spiel wirklich sehr gut hinbekommen. Meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die ich wirklich je gespielt habe. Obwohl das Spielgenre eigentlich nicht das ist, was ich gerne spiele, hat es mich völlig überzeugt. Und ich hoffe, bei diesem Let's Play und auch beim Spielen dieses Spiels wird jeder lernen, auch mal drüber nachzudenken, was dieses Spiel uns sagen will. Doch der Krieg war noch nicht vorüber und verlangte nach mehr. Sein Appetit war unersättlich. Oh, eine überraschende Zwischensequenz.
Ah ja, der Krieg war auch noch nicht ganz vorüber, natürlich nicht. Der war ziemlich am Ende. Wenn man mal nachguckt, ich kann es euch dann gleich mal zeigen. Wir sind jetzt so ungefähr Mitte 1917 gerade, wo Emil erschossen wurde. Es gab also doch nicht wirklich ein Happy End. Ich meine, die anderen haben überlebt. Auch der Hund, was das Schönste ist, dass der überlebt hat. Wenn dann wäre ich so richtig traurig, wäre der tot. Aber so richtig gute Spiele, die so eine traurige Story haben, die kommen auch nie mit ein Happy End durch. Also am Ende muss immer irgendetwas passieren, was den Ganzen dann noch mehr Melancholie verleiht. Ist natürlich traurig, aber das ist ja auch so bei diesen Spielen. So, hier sieht man nochmal alle, die bei den Tests dieses Spiels dabei waren. So, ja, published bei Ubisoft Entertainment, das wissen wir ja bereits. The CEO war gut. Also ich muss auch mal nicht nur die Inszenierung dieses Spiels, sondern auch die Story loben, auch die Musik, die hier für verwendet wird. Einfach nur nicht nur passend, sondern einfach künstlerisch. Es unterstreicht das gesamte Feeling, was man bei diesem Spiel aufbaut. Ist schon sehr traurig. Jetzt vor allen Dingen diese Offensive am Ende. Und dass wir dann den Typen, diesen Anführer, endlich umhauen konnten, das hat echt auf eine bestimmte Art und Weise befriedigt. Ha! Der CRM-Koordinator heißt Lucan Aragon. Sieht man mal, was es noch so für Namen auf der Welt gibt. Ja, ihr könnt ja selber mal durchschauen. Hier gibt es bestimmt noch einige Namen, wie zum Beispiel Chris Norris. Naja. Chuck Norris käme noch gerne ja, darüber. Ein Eisenberg, kein Heisenberg. So, und ich zeige euch jetzt gleich auch noch mal bei der Kapitelübersicht. Jetzt, wo der Abspann durch ist. Kapitel und Sammlung. Man sieht's hier, genau, der Balken, der zwischen 1917 und 18, das bedeutet noch ein halbes Jahr und dann der Krieg ungefähr zu Ende. Tja, wie es mit einem zweiten Teil aussieht, weiß ich nicht, kann durchaus noch sein, vor allem noch mit dieser Zwischensequenz, dass sie vielleicht noch einen über den Zweiten Weltkrieg machen, so dürfen die da nicht allzu viele Anspielungen auf Hitler und so bringen. Das ist immer so das Problem, wenn man was über den Zweiten Weltkrieg macht. Aber ich finde es wirklich gut, dass sie auch mal hier ein Spiel über den Ersten, nicht nur über den Zweiten Weltkrieg machen, denn auch, vor allem weil der etwas weiter zurückliegt, wurde er schon mehr vergessen. Aber man soll vor allen Dingen auch an die Kriegsopfer des Ersten Weltkriegs denken. Wie auch eben der Zwischensequenz dann gesagt, wo die vor Emils auf dem Friedhof standen, vor seinem Grab. Und somit beenden wir dieses Let's Play. Wie es mit einem weiteren Let's Play aussieht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke erstmal, dass ich jetzt noch ein paar Folgen Civilization raushauen werde. Und sonst habe ich mir noch einiges vorgenommen, aber das will ich euch nicht verraten. Das wird diesmal nicht so traurig werden, das nächste Let's Play. Wir müssen immer mal was anderes mit reinbringen, ne? So schön dieses Spiel auch war, ist es schon irgendwie,
sehr traurig, dass diese Geschichte jetzt nicht weitergeht. Ich meine, gut, wenn man so viel von diesem Krieg sieht, da hat man selber keinen Bock, auch wenn es gar kein Krieg ist, in dem man sich gerade befindet, sondern dass man nur ein Spiel spielt. Irgendwann hat man keinen Bock mehr, da irgendwelche Leute sterben zu sehen. Aber die Story, die hat mich einfach so mitgerissen, dass ich so gerne hätte weitergespielt. Aber naja, gut, irgendwann mal ist jedes Spiel vorbei. Und es ist ja auch kein Open World, wo du die ganze Zeit nur rumlaufen kannst. Obwohl, das wäre auch interessant. Open World. Gut, das käme beim Ersten Weltkriegsspiel total dämlich. Ich meine, was treibst du dich irgendwo rum, wo der Krieg überhaupt nicht ist? Die Macher dieses Spiels, die haben es hinbekommen, ein richtig gutes Spiel zu machen. Und ich bin froh darüber, dass ich das mal Let's Playen konnte und euch zeigen konnte. Und somit ist dieses Let's Play jetzt auch offiziell beendet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Civilization oder im nächsten Let's Play. Je nachdem, was ihr euch anschaut. Jetzt wird erstmal Mr. Manein und Miss Crazy Planless eine ganze Menge an Folgen raushauen. Vor allen Dingen jetzt mit The Vanishing of Ethan Carter. Haben die ja vor, dass wir jetzt jeden Tag eine Folge davon rausbringen werden. Und da habt ihr jetzt erstmal genug zum Angucken, bis ich dann wieder mein neues Let's Play anfange. Ich habe noch einige im Ausblick, nur bin ich mir nicht ganz sicher, was ich nehme. Also sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Blick seines Sohnes genügte Karl, um 3 Jahre Krieg und Exil vergessen zu machen.
Nach Wochen ohne Nachricht von Emil erhielt Marie schließlich einen Brief von ihrem Vater. René Chaillon. C'est l'heure. Geliebte Marie, für mich ist der Krieg nun zu Ende. Aber ich bereue es nicht. Ich habe zu viel Grauen erlebt. Unsere Zeit auf Erden ist kurz. Für das Glück, das mir zuteil wurde, empfinde ich großen Dank. Besonders für all das Schöne, das du in mein Leben brachtest. Dieser Brief wird mein letzter sein. Ich wurde für schuldig befunden, einen Offizier getötet zu haben. Es war nicht meine Absicht, ihn zu töten. Aber der Krieg bringt die Menschen um den Verstand. Ich habe für mein Vaterland und für die Freiheit gekämpft. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. In der Stunde meines Todes bedauere ich nur, dass ich Karl nicht lebend zurückbringen konnte. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Möge Gott, der uns auf Erden trennt, uns im Himmel wieder vereinen. Schließe mich in deine Gebete ein, dein dich für immer liebender Vater. Auch wenn ihre Körper längst zu Staub zerfallen sind, lebt die Erinnerung an ihre Opfer in uns weiter. Es ist unsere Pflicht, ihr Andenken zu ehren und sie niemals zu vergessen.
Doch der Krieg war noch nicht vorüber und verlangte nach mehr. Sein Appetit war unersättlich. Thank you.